Als erstes bitte ich jetzt aufs Podium Herrn Dr. Rainer Raab. Er betreibt ein technisches Büro für Biologie in Deutsch-Wagram und führt diverse Projekte zum Schutz von Niederwild und anderen Tierarten, die damit eng zusammenhängen, wie zum Beispiel dieses faszinierende Tier der Großtrappe. Der wird uns jetzt erzählen, einige Projekte und Erfahrungen daraus. Bitte sehr, Herr Dr. Raab. Also ich freue mich ganz besonders, dass ich heute die Möglichkeit habe, da vor Ihnen zu stehen und auch was über das, nicht nur Niederwild, auch über die Großtrappe erzählen zu dürfen. Die Großtrappe ist ein Spezialfall. Jeder weiß von euch, ganzjährig geschont, obwohl natürlich jagbares Wild. Aber wir werden auch sehen, warum das momentan so ist, dass eben ganzjährig geschont ist. Ich möchte im heutigen Vortrag einige Sachen sozusagen präsentieren, nicht nur Großtrappe, sondern auch Rebhuhn und auch andere Arten. Es ist ja schon viel gesagt worden von meinen Vorrednern, vor allem auch vom Klaus. Und ja, viele werden mich vielleicht noch nicht kennen, für die ganz kurz, na, wer bin ich überhaupt oder was mache ich da? Und ja, ich bin selber Zoologe, habe studiert auf der Uni in Wien und beschäftige mich seit mittlerweile über 15 Jahren intensiv, also jetzt bald 20 Jahre, mit der Großtrappe und mache seit 15 Jahren das auch hauptberuflich. Und ja, warum bin ich heute da oder was will ich heute für Botschaft bringen? Wir haben es schon vorher gehört, Biodiversität ist natürlich ein Begriff, der ist jetzt mittlerweile bekannt, Artenvielfalt, Artenfülle. Aber was ist eigentlich los in der Landschaft? Und wenn man sich dieses Bild anschaut, dann habe ich das ganz gezielt noch gemacht, das habe ich erst vor ein paar Tagen gemacht. Was sieht man auf dem? Man braucht sich eigentlich nicht wundern. Ich will jetzt nicht schlecht reden über die Landwirtschaft, weil ich natürlich auch sehr intensiv mit den Landwirten zusammenarbeite und das auch ganz wichtig finde, dass wir Nahrungsmittel produzieren. Jeder isst gerne, ich esse auch besonders gerne. Und es ist ja auch wichtig, dass genug Nahrungsmittel produziert werden. Aber man darf sich auch nicht wundern, wenn man dann solche Bilder sieht, dass die Biodiversität momentan natürlich nicht sehr üppig ausgeprägt ist, sondern stark zurückgeht. Weil natürlich, wenn du einen Maisacker siehst, der intensiv genutzt wird, dann hat das eigentlich mit Landwirtschaft im herkömmlichen Sinn gar nichts mehr zu tun. Das ist für mich eher Agrarindustrie. Jetzt kann ich dazu sagen, das Foto stammt auch nicht aus Österreich, das stammt aus der Slowakei. Das zur Rettung sozusagen der heimischen Landwirtschaft. Aber ich muss sagen, man muss aufpassen. Die Entwicklung geht halt ganz stark in die Richtung. Es geht darum, dass das immer intensiver wird auf der einen Seite, aber Gott sei Dank, wir haben auch heute gehört, es ist nicht zu spät, es gibt Hoffnung, weil wir brauchen ja nicht 100% der Fläche als Naturschutz, sondern wir brauchen ein paar Prozent der Fläche. Ob es jetzt 7, 8 oder 9 oder 10% sind, darüber kann man noch streiten, aber im Prinzip, es geht darum, wir müssen schauen, dass alle leben können, die Landwirte, die Jäger genauso und auch die Naturschützer. Und da sieht man eben, ja, so schaut es halt aus in Teilen der Landschaft und so kann es auch ausschauen. Und das gibt eben auch Hoffnung, also es gibt wirklich Hoffnung, warum? Weil man kann auch was machen für die Biodiversität und das ist gar nicht so kompliziert. Man braucht nur ein bisschen ein Kleingeld. Das hoffen wir, dass es auch wieder gibt aus Brüssel und dass wir auch wieder Geld zurückholen, dass wir uns auch leisten können, wieder schöne Brachen zu haben, weil Brache ist halt auch nicht gleich Brache. Da haben wir heute schon gehört, es geht halt ganz stark darum, wie nutze ich diese Brachen. Da werde ich dann heute noch ein bisschen was darüber erzählen. Je nachdem, wie die Brache ausschaut, kann sie halt gezielt guter Lebensraum sein für alle möglichen Arten und natürlich auch fürs Niederwild. Und ich möchte heute ein paar Worte verlieren oder habe auch Gott sei Dank die Zeit, dass ich ein paar mehr Worte verlieren kann, über vor allem drei Projekte, die mich sehr stark beschäftigen in letzter Zeit und zum Teil eben schon seit 20 Jahren fast. Das eine ist das Live-Projekt zur Großtrappe. Ich werde euch dann auch ein bisschen was erzählen über Live-Eurokite. Das ist jetzt ein bisschen vielleicht skurril, das ist über einen Rotmilan. Denken Sie sich, was hat ein Trappenschützer mit Greifvögeln zu tun? Das werde ich auch erläutern. Und dann, was mich extrem freut, dass wir auch in einer sehr guten Phase jetzt sind beim weiteren Projekt zum Schutz des Rebhuhns. Und da geht es nicht nur ums Rebhuhn alleine, da geht es ums Rebhuhn und viele andere Agrarvögel. Das Rebhuhn praktisch wieder, wie wir es auch heute gehört haben vom Klaus, eigentlich nur stellvertretend als Bioindikator. Und weil es halt wirklich eine ganz spektakuläre Art ist, das Rebhuhn. Und vielleicht, ja, viele werden mich mit dem Tier in Verbindung bringen, nachdem es jetzt schon 20 Jahre versucht zu schützen. Und Gott sei Dank auch erfolgreich. Wir haben sehr viel erreicht im Trappenschutz. Wir haben das auch heute schon gehört beim Vortrag, was mich sehr gefreut hat, dass auch die Großtrappe als Vorzeigeprojekt da gewählt wird. Auch mittlerweile international, auch in Brüssel ist es mittlerweile angekommen, dass wir da sehr gut vorankommen im Schutz der Großtrappe. Wir haben zwar nicht die größte Population, aber wir sind sicher Weltmeister, was den Großtrappenschutz betrifft. Und das freut mich auch ganz besonders, dass unglaublich viel gelungen ist die letzten Jahre. Und da will ich ein bisschen was davon zeigen. Warum ist es gelungen? Weil wir natürlich einige Maßnahmen gesetzt haben. Und das haben wir auch heute schon gehört, das Um und Auf ist immer der Lebensraum. Du kannst Tiere nur schützen, wenn der Lebensraum passt. Und in dem Fall ist bei der Trappe auch ein Teil des Lebensraums sind auch Kollisionsmöglichkeiten, das ist mit Leitung. Das heißt, man muss auch den Lebensraum so anpassen, dass er wieder passt. Und das Um und Auf hat mir auch extrem gefreut, dass der Franz das auch betont hat. Was für mich immer selbstverständlich ist und ich glaube auch das Wichtigste an allem ist die gute Zusammenarbeit von Naturschutz mit Jagd,
ich selber darf auch behaupten, ich bin selber auch ein Jäger, habe auch den Jagdschein, auch in Niederösterreich, bin auch sehr stolz drauf. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass die Landwirte im Boot sind, weil es geht nur miteinander. Also das Einzige, wie es funktionieren kann, ist, wenn man zusammenarbeitet, dann kann man wirklich viel weiterbringen und das will ich auch heute zeigen, was wir geschafft haben. Wie war die Ausgangssituation? Die Ausgangssituation war ja nicht ganz so rosig, wie ich mich begonnen habe, für Trappen zu interessieren, waren wir eigentlich gerade absolut am Tiefpunkt des ganzen Trappenschutzes. Eigentlich noch vor, bevor man wirklich begonnen hat, sie richtig zu schützen. Weil 1969 hat man die glorreiche Idee gehabt, die Jagd einzustellen auf die Großtrappe. Aber wie man sieht auf der Grafik, es ist dann trotzdem noch munter weitergegangen mit der Bestandsabnahme. Also wir haben heute schon mal gehört, die Jagd ist ja nicht automatisch per se schlecht. Jagd macht man auch normalerweise nur dann, wenn es auch nachhaltig funktionieren kann, weil der Jäger will ja nichts ausrotten, er will ja auch nachhaltig jagen können. Die Jagd ist eingestellt worden, trotzdem ist noch Jahrzehnte weiter zurückgegangen mit der Trappe und erst dann aufgrund konkreter Schutzmaßnahmen ist es gelungen, diesen Trend wieder umzudrehen. Und wenn wir jetzt da schauen, die Verbreitung 1970, das ist da in dem Fall gelb und rot dann um 2005, dann sieht man schon dramatische Abnahme, vor allem weniger sozusagen allein stückmäßig, sondern auch wirklich von Lebensraum. Gerade auf slowakischer Seite ist fast alles aufgegeben worden. Und auch in Ungarn sind die grenznahen Bereiche zu Österreich weitgehend trappenfrei gewesen über längere Zeiträume. Und wenn man jetzt schaut, okay, es ist ja auch immer ein wichtiger Punkt und das will ich auch nicht verleugnen, wenn man erfolgreich Projekte umsetzen will, dann braucht man auch das nötige Kleingeld. So ehrlich muss man sein. Wir leben, wir leben damit, dass man auch Geld braucht, wenn man was umsetzen will. Wir haben sehr viel umgesetzt an Leitungen, dementsprechend war auch das Budget relativ hoch bei den ersten zwei Projekten, jeweils um die 5 oder 6 Millionen Euro. Und beim letzten Projekt, was wir jetzt gerade aktuell haben, geht es auch um über 8 Millionen Euro, 3,3 Millionen davon in Österreich, die zum Einsatz kommen. Und was macht man mit so viel Geld? Das kann ich gleich zeigen. Da haben wir natürlich eine ganze Menge Partner. Und es freut mich auch, dass eben das Ministerium auch zum Beispiel das Projekt unterstützt, genauso wie das Land. Auch der Stefan Bärenkopf unterstützt uns natürlich. Und wir haben gute Zusammenarbeit mit allen möglichen Nationalparks, auch auf ungarischer Seite. Also es gibt da eine ganze Menge Partner. Und wir sind gerade dabei, ein sehr, sehr schönes Projekt umzusetzen. Und zwar nicht nur in Österreich, sondern diesmal auch einmalig sozusagen jetzt in der Geschichte des Trappenschutzes in Mitteleuropa wirklich grenzüberschreitend zwischen Österreich und Ungarn. Ich meine, es ist ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen, hat eine lange Tradition Österreich-Ungarn. Und jetzt haben wir auch wieder gute Zusammenarbeitsmöglichkeit. Wir machen gemeinsam unglaublich viel und was mich extrem freut, dass wir auch in Ungarn politisch sehr starke Unterstützung erfahren, auch von der jetzigen Regierung, dass sie unser Trappenprojekt extrem unterstützen. Wir machen jetzt im Rahmen des Live-Projektes viel, viel mehr Maßnahmen, als eigentlich durch die Kommission bewilligt worden ist. Also wir werden jetzt nicht nur 30 Kilometer neue Erdverkabeln, sondern über 100 Kilometer, weil die Ungarn auch eigenes Geld in die Hand nehmen und auch wir in Österreich wieder eifrig weitermachen. Und man sieht schon, wir haben das eigentlich über ganz also Ostösterreich und Ungarn verteilt, die Projektgebiete. Und ich will aber heute sozusagen die Zeit nutzen, die Zeit, die mir gegeben ist, auch vor allem, um konkret zu zeigen, was muss man machen oder wie kann es funktionieren oder warum funktioniert es beim Trappenschutz? Und einer der Gründe, warum es funktioniert, ist, weil wir halt auch genug Fläche haben. Wir haben mehr als 5.500 Hektar allein in Österreich wirklich Lebensraum verbessert, nämlich echte Öpul-Trappenschutzflächen. Ich meine, das muss man auch dazu sagen, allein da fließt Unmengen Geld rein, aber das ist auch notwendig, weil es ja auch eine, ja, im Prinzip der Landwirt verzichtet ja auf alle möglichen Sachen, wenn er sozusagen Trappenflächen macht. Aber nichtsdestotrotz, das bin ich auch sehr stolz, man kann es ja noch nutzen. Und deshalb auch dieses Foto da mit der Sonnenblume drauf. Kann man sich fragen, was hat das als Sonnenblume mit der Trappe zu tun? Aber auch sehr viel, weil gerade zum Beispiel junge Sonnenblumenpflanzen extrem attraktiv sind, auch für die Trappe zum Fressen. Also wir haben auch ab und zu, dass wir wirklich Schäden zahlen müssen, weil die Trappen so viel wegbecken. Am Anfang, wenn die gerade frisch keimen, dass dann wirklich Schäden entstehen. Also auch das kann passieren. Aber man sieht das Foto jetzt aus dem Weinviertel. Was hat das jetzt mit unseren Maßnahmen zu tun? Also wir sind ja nicht so, dass wir jetzt sagen, es darf überhaupt keine Nutzung mehr stattfinden. Viele der Flächen haben eine Nutzung. Also das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, weil Nützen und Schützen ist kein Widerspruch. Und was wichtig ist natürlich, klar, wenn jetzt ein Trappengelege ist, dann muss man auch Rücksicht nehmen. Und auch genauso muss man auch Rücksicht nehmen, zum Beispiel beim Termin des Häckselns oder des Erntens und so weiter. Bei unseren Flächen ist es auch dann so, dass man bis zur Ernte dann eigentlich nichts mehr machen darf, auch vom Getreide nichts mehr. Wir schauen es gleich mal an. Also man sieht, das sind lauter Kulturpflanzen und das ist alles im Trappengebiet aufgenommen. Also wie gesagt, auch Wintermohn, auch Winterweizen, Raps oder Senf, das sind lauter Kulturen, die für die Trappen sehr, sehr positiv sein können, aber natürlich auch hängt von der Nutzung ab. Und was man da jetzt sieht, was aber um und auf ist, sind dann wirklich Flächen, die auch ja, ein bisschen entschleunigt werden, so wie diese Weizenfläche. Klar, wenn das jetzt der Landwirt sieht, der ist nicht begeistert. Ich bin begeistert, weil in dem Weizen, daneben ist die Brache. Wenn man genau hinschaut, sieht man gar nicht die genaue Grenze zwischen Brache und Getreide. Ist jetzt für einen Naturschützer schöner zum Anschauen als für einen Bauern, ist schon klar. Aber gerade ist auch das Wichtige, du brauchst diese Übergangsbereiche und was für uns ganz wichtig ist, du brauchst einfach eine Ruhe auf der Fläche. Und bei uns ist es so, dass man im Winterweizen wirklich ab dem 20. April bis zur Ernte nicht mehr reinfahren darf und nichts mehr machen darf. Und dementsprechend gibt es auch Ertragsentschädigungen ausbezahlt an die Landwirte, weil das natürlich auch einen minderten Ernteertrag bedeutet. Und was
im heurigen Jahr natürlich schwerwiegend ist, wenn man dann sagt, man darf die Feldmäuse nicht vergiften. Jeder weiß, heuer ist das natürlich ein absolutes Top-Thema. Kein Geheimnis, aber natürlich, man muss auch konsequent sein. Man kann nicht sagen, man will auf der einen Seite Trappen schützen und dann fressen sie vergifteten Mäuse, das funktioniert halt auch nicht. Also, und ja, was machen wir noch? Wir sagen auch Maisverzicht. Warum sollen wir auf Mais verzichten, kann man sich jetzt fragen. Mais ist ja eine relativ angenehme Kultur, weil es noch wenigstens halbwegs einen Ertrag bringt und auch noch Geld bringt. Und genau deshalb haben wir auch geschaut, dass wir auf diesen echten Trappenflächen kaum Mais haben. Ich sage jetzt gar nichts gegen Mais, was hat, wenn er extensiv genutzt wird. Wenn du einen Bio-Mais hast, dann kann das eine ganz tolle Fläche sein für die Trappen. Aber natürlich so eine Fläche, wie wir es da am Foto sehen, wie es in der Slowakei typischer Fall ist, das ist kein Trappenlebensraum mehr. Und was ist der Trappenlebensraum schlechthin? Das sind die Trappenbrachen. Und das ist, glaube ich, das ist wirklich das ganz Wichtige, ist immer nicht nur Brache zu haben, sondern auch, wie gehe ich mit dieser Brache um? Und ich glaube, eines sollte man für die nächste Ölpol-Periode lernen, und das werde ich noch mehrfach betonen, dass man nie 100% was machen sollte und schon gar nicht 100% häckseln. Das 100% häckseln ist was absolut Tödliches für viele, viele Arten, nicht nur fürs Niederwild, das ist auch für viele andere Arten. Und deshalb haben wir uns bemüht, dass wir zumindest 10-20% der Fläche auf jeden Fall auch stehen lassen. Selbst wenn wir erst im Oktober häckseln, das vollständige Häckseln ist tödlich. Weil was machen die Viecher? Die gehen immer in das letzte Stückerl, was noch steht, und dann ist es auch vorbei. Also bitte, das ist ganz, ganz wichtig, das werde ich heute noch oft betonen, nie was 100% machen und schon gar nicht Brache 100% häckseln. Je später, umso besser, wenn gar nicht, noch lieber, aber das geht natürlich auch nicht über Jahre, aber wenn häckseln, dann nie 100%. Und auch ja nie zu früh, weil natürlich eine Brache, die sehr früh häckselt, ist natürlich das wirklich, das ist der Tod fürs Niederwild. Und das sind jetzt einfach so ein paar Beispiele von unterschiedlichen Trappenbrachen, so wie man es jetzt wirklich in der Praxis draußen sieht. Jetzt muss man natürlich nicht unbedingt Botaniker sein, dass man erkennt, dass da auch vielleicht Pflanzen wachsen, die da gar nicht herkönnen. Das Problem haben wir natürlich genauso. Es gibt auch dann Neophyten auf unseren Pflanzen, auf unseren Flächen. Aber wir haben zum Beispiel auch sehr viel heimische Pflanzen. Und man sieht natürlich auch sehr viel Distel. Natürlich, Distel, nicht unbedingt das Lieblingswort vom Landwirt. Als Naturschützer muss ich sagen, ein Traum. Also auch fürs Niederwild eine Traumkultur und eine Traumpflanze. Ich meine, die pflanzt man nicht extra an, aber unter einer Distel habe ich auch als Rebhuhn einen super Brutplatz. Da kann ich einfach überleben. Habe ich auch als Insekt genug Nahrung. Also man muss immer einen Kompromiss finden. Ich sage jetzt nicht, dass man alles verdisteln lassen soll in der Landschaft, aber wenn auf einer Brache Disteln sind, heißt das nicht gleich, dass man sie wieder weghäckseln soll. Und natürlich gibt es dann auch sehr stark vergraste Brachen. Nach Bayern vergrast es total, wenn man es immer nur häckselt, verschwinden halt immer mehr Pflanzen, darum bauen wir auch immer wieder Flächen frisch an. Und ich bin zum Beispiel auch ein absoluter Fan von so Schwarzbrachen, wie wir es auf dem einen Foto unten sehen, wo man einfach im Frühling auch eine Brache wieder umreißt. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wozu brauche ich eine Schwarzbrache? Weil ich bin ja eigentlich, will ja Biodiversität, möglichst viele verschiedene Kulturen und viele verschiedene Pflanzen. Wenn jetzt das alles umreißt, ist natürlich da kurzfristig nichts oben, aber es ist ein Traum fürs Niederwild und für alle, wenn es regnet. Was machen die Tiere? Die gehen meistens raus am Feldweg oder auf die Straße, das ist natürlich noch fataler. Wenn sie ein kleines Streifel haben, das heißt jetzt nicht hektarweise, wenn du Streifel hast, die es einfach frisch umbrichst und die dann schwarz sind im Sommer, wenn alles andere hoch ist, ein Traum für viele, viele Tiere. Und Brachen, so wie wir es da jetzt sehen, die können ganz unterschiedlich ausschauen. Klar, wenn ich jetzt eine Brache frisch anbaue, wie es am unteren Bild da ist mit der Luzernefläche, dann schaut es natürlich im ersten Jahr ein bisschen aus wie ein Golfrasen. Macht aber auch ein bisschen Sinn, dass ich auch so eine Luzernefläche muss ich halt einmal mähen, weil sonst wird das auch nichts Gescheites. Ist natürlich im ersten Jahr nichts als Brutplatz geeignet, aber nach Bayern eine super Fläche. Und eins drüber sehen wir dann eine typische Brache und da haben wir jedes Jahr haben wir da Trappenjunge. Und was sehen wir da? Da haben wir auch eine Fütterung. Und das ist eigentlich auch kein Widerspruch. Jagd und Trappenschutz, das gehört zusammen. Und es sind ja auch einige da, ich habe auch welche gesehen, die auch wirklich intensiv im Trappenprojekt beteiligt sind. Da bin ich auch sehr happy, dass wir wirklich eine sehr intensive Kooperation haben. Weil natürlich haben wir es auch heute schon gehört, es geht ja nicht nur um einen Lebensraum, es muss auch der Räuberdruck im Griff sein. Also Räuber darf man gar nicht mehr sagen, also Prädatoren oder Beutegreifer. Tatsache ist, was ist wirklich wichtig, das sehen wir auch, also Trappenbrachen, wir haben nicht nur Brachen, wir haben auch so Wiesenflächen, das ist jetzt ein Foto aus dem Hanschak, das werden vielleicht viele kennen, das Schutzgebiet da vom Nationalpark Neusiedlersee. Und man sieht da schon, da ist auch viel gemäht worden, aber Gott sei Dank, wir haben dort nicht nur Wiesen, wir haben dort auch Brachen und auch da wieder wichtig ist, es müssen Streifen einfach stehen bleiben. Also ich finde es auch vom Nationalpark fast fatal, wenn man dann die ganze Fläche auf einmal häckselt. Das sollte nicht passieren, weil das einfach nicht, ja, nicht naturkonform ist. Und was ich wirklich gelernt habe in Ungarn, und das machen die Ungarn wirklich vorbildlich, die lassen, die haben das auch im Öpo, also in ihrem Öpol, was halt dort anders heißt, in ihrem Rural Development Programm auch gelöst. Da seht ihr, das sind ungarische Flächen und was die also drei Fotos sind aus Ungarn. Und was mich echt begeistert, die haben das einfach festgeschrieben, selbst auf der Wiese muss 5% der Fläche stehen bleiben. Und zwar natürlich nicht jedes Jahr dieselbe Fläche, sondern es ist im nächsten Jahr wieder andere Fläche. Aber das sind so Kleinigkeiten, eine kleine, einfache Maßnahme, die unglaublich viel bringt für die ganze Artenfülle
und auch fürs Niederwild, so ehrlich muss man sein. Weil warum? Natürlich, ein Insekt und alles kann sich da halten und auch ein Niederwild kann sich da im Winter verschlüpfen. Wenn es dann Golfrasen hast im Herbst, dann bringt das niemandem etwas. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das kostet sie eigentlich nicht mehr. Ganz im Gegenteil, es kostet nicht mehr. Das Argument dagegen ist oft, wenn man sagt, man nutzt nicht 100%, sondern nur 90%, dann kann ich auch nur 90% Prämie zahlen, weil ich ja 10% einen Dutz und keine Arbeit habe. So darf man es aber wieder nicht sehen als Ministerium, weil für einen Bauern ist es mehr Aufwand, so ehrlich muss man sein, 10% stehen zu lassen, als einmal alles wegzuhäckseln. Weil dem Bauern ist lieber, macht alles nieder. Mir als Naturschützer ist lieber, 10% bleiben stehen. Ich bin gar nicht bei 5, ich bin eher bei 10%. Wenn man 10% so lassen würde, hätte man eine riesen Biodiversität wieder, wie wir es mal gewohnt waren. Und was haben wir jetzt gemacht, sozusagen, was jetzt trappenspezifisch ist, was dem Niederwild relativ wenig bringt, aber für die Trappen unglaublich viel, ist das Faktum mit der Kollision, Leitungsproblem. Trappen sind halt flugfähige Vögel, sind die schwersten flugfähigen Vögel der Welt. Und die haben natürlich echt ein Problem, wenn sie zu einer Leitung kommen. Warum? Weil sie sehen es einfach viel zu spät. Weil die Trappen haben die Augen halt auf der Seite. Das sind Steppenvögel, die haben keine Spinnennetze überdimensional in einem Lebensraum. Und wenn die zu einem Leitungsdraht kommen, die sehen das einfach viel zu spät und dann ist es schon passiert. Und deshalb haben wir unglaublich viel umgesetzt. Wir haben über 150 Kilometer Leitungen markiert, Hochspannungsleitungen. Das sieht man auf dem einen Foto. Und das andere Foto ist eine Mittelspannungsleitung, wo die Trappe beinahe dagegen geflogen ist. Die sind erdverkabelt, jetzt sehr, sehr viel. Über 100 Kilometer sind schon weg und 130 Kilometer kommen noch dazu. Und das ist was mich extrem gefreut hat. Das war jetzt gar nicht im Rahmen des Live-Projektes, das war eigentlich ein extra Projekt, das war jetzt im Burgenland. Da wollten sie eine neue Leitung bauen im Trappengebiet. War auch kein Problem, soll jeder bauen, aber halt dann nicht mehr oberirdisch, sondern noch unterirdisch im Trappengebiet. Und da waren sie auch bereit, dann die Netz Burgenland, auch wirklich die BEWAG sozusagen, diese Leitung dann wirklich sozusagen eher zu verkabeln. Und das ist ein Riesenerfolg natürlich. Und muss ich ehrlich sagen, das bringt unglaublich viel für die Trappen. Natürlich kann man sich jetzt fragen, wenn dort eh schon zwei Leitungen dort stehen, was stört dann die dritte? Aber es ist halt so, jede zusätzliche Leitung ist ein Riesenproblem. Das ist das eine Beispiel, wo man sieht, wo die sozusagen in die Erde gelegt worden ist, im Bereich von Zurndorf. Und das ist jetzt ein anderes Beispiel, das ist in der Nähe von Neudorf. Da haben sie eine neue Leitung bauen wollen, auch wieder quer durchs Trappengebiet. Aber ich sage gerne, aber halt, wie gesagt, als Erdkabel. Und das geht dann auch, sobald es ins Trappengebiet reinkommt, geht es als Erdkabel weiter. Und siehe da, es geht auch. Ist natürlich um einiges teurer, will ich nicht leugnen, aber es geht. Und was ist das Ergebnis davon? Jetzt kann man sich ein bisschen, am ersten Blick kann man sich täuschen, weil die zwei Grafiken haben so unglaublich viel gemeinsam, weil der Zeitraum ist ein anderer. Die eine Grafik zeigt den Zeitraum von 2002 bis 2016. Und was zeigt die? Die Kollisionsrate ist massiv zurückgegangen. Also wir haben es echt geschafft, das praktisch auf null zu treiben in den Trappengebieten. Nur nah, weil auch viele Leitungen einfach erdverkabelt sind und die anderen sind markiert. Also Gott sei Dank, das wirkt. Und wenn man jetzt schaut, der Bestand, der ist jahrzehntelang, das ist eine andere Skala, das geht da bei 1900 los. Um 1900 haben wir noch 3500 Trappen gehabt, grenzüberschreitend. Das ist jetzt nicht nur Österreich, sondern Österreich plus Grenzen nach Ungarn, Slowakei und Tschechien. Das ist dann runter gegangen auf 129 oder knapp 130. Und jetzt sind wir Gott sei Dank wieder bei 560, also 570 fast gewesen im heurigen Februar. Und es geht sogar heuer wieder hoffentlich noch einen Schritt bergauf. Und da sieht man es selber nochmal sozusagen ein bisschen mehr im Detail. Jetzt einfach nochmal, wie sich das entwickelt hat. Und das ist schon eine riesen Erfolgsgeschichte, aber ich muss gestehen, mein erster Job, den ich bekommen habe im Trappenschutz, war eigentlich nur das Aussterben der Trappe Marfe zu dokumentieren, um später mal zu wissen, wo die Trappen dort einmal gelebt haben. Und das hat mir aber nach einem Jahr so frustriert, dass ich gesagt habe, das ist kein Szenario für mich. Ich möchte was ändern und man sieht, man kann auch was ändern. Wenn man was macht, dann kann man auch einiges erreichen. Also es ist nie zu spät und die Natur ist, ja, die kann sie wieder regenerieren, wenn man die Zeit dazu gibt und auch ja, die Fläche zur Verfügung stellt. Auch da muss man wieder aufpassen, die zwei Grafiken sind nicht genau derselbe Bereich, aber auch da sieht man nochmal, das eine haben wir vorher schon gesehen, 1970 bis 2005. Und daneben sind wir jetzt 2015 und was mich extrem freut, die Trappen schaffen es jetzt wieder auch wieder Flächen zurückzuerobern, die sie vor 20, 30 Jahren verloren haben. Jetzt nutzen sie wieder mehr Fläche. Und natürlich, jeder, der ein Projekt macht, weiß, da gehört natürlich einiges dazu. Das sind einerseits Maßnahmen, da haben wir einiges gemacht. Hauptmaßnahme drum, grün umrandet, sind Schutzflächen, weil ohne Schutzflächen geht gar nichts im Artenschutz. Erdverkabeln war Spezifikum und markieren für die Trappe. Management, und da bin ich ganz umsonst diesen lieben Fuchs da ausgewählt. Natürlich bin ich ein riesen Fuchs-Fan, also ich habe jetzt überhaupt nichts gegen einen Rotfuchs, aber ich muss auch sagen, ich habe auch nichts dagegen, dass die Jäger den intensiv bejagen. Ganz im Gegenteil, das muss auch sein, weil du kannst nur gemeinsam was erreichen und den Fuchs wirst du nie umbringen durch intensive Jagd und die Trappe wirst du nie in die Höhe bringen, wenn du nicht intensiv jagst. So ehrlich muss man sein, also solange der Prädatorendruck enorm ist, haben die ganzen Viecher, die Bodenbrüter sind, einfach keine Chance. Das muss man ehrlich sagen. Es geht halt vor allem auch in erster Linie um die Bodenräuber. Das geht um die Nachträuber, um die Räuber, die haben die Säugetiere. Natürlich kommen wir auch danach noch zum Thema Greifvögel, das werde ich dann auch zeigen. Wir machen auch einiges mit Monitoring. Und Monitoring ist in unserem Fall auch sehr viel mit Telemetrie. Also wir machen Trappen bis Sender, dass wir wirklich wissen, was die machen. Wie gesagt, Kooperation ist für mich das Um und Auf.
Infrastruktur braucht man natürlich auch, wenn man ein Trappenprojekt hat, muss man auch den Leuten was zeigen. Und ich glaube auch ganz wichtig, dass man auch den Kindern zeigt, worum es geht und auch Führungen macht, auch für die normale Bevölkerung, aber natürlich auch genauso für die Jäger und auch für die Landwirte. Und was ich jetzt glaube, was wirklich das Um und Auf ist, ist wirklich unsere intensive Kooperation mit allen. Und damit meine ich auch genauso die regionalen Politiker, damit meine ich auch andere Institutionen, auch die Wissenschaft gehört mit eingebunden, auch vor allem die lokale Bevölkerung. Und was eben wirklich genial ist, dass wir beim Trappenprojekt auch geschafft haben, sozusagen einerseits Gelder von LIFE zu bekommen und auch andererseits sehr viel Geld aus dem LE-Fonds, aus dem Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum. Das ist ganz, ganz wichtig. Ohne diese Förderungen für die Trappenflächen wird es unmöglich gehen. Man schafft natürlich im Endeffekt neue Jobs, vielleicht nicht schaffen, aber man kann sie jetzt sozusagen mindestens erhalten. Und es ist vielleicht auch nicht gerade naheliegend, dass unbedingt der Baggerfahrer von einem Trappenprojekt profitiert, aber es ist halt so. Und was ganz wichtig ist, auch, glaube ich, ein sanfter Tourismus, dagegen kann keiner was haben, wenn man es mit den Jägern abstimmt. Es war mir auch immer ganz wichtig, also wir haben die Aussichtstürme nicht dort hingestellt, wo die Jäger dagegen waren, sondern wir haben es mit den Jägern abgesprochen und haben immer einen Platz gefunden. Und siehe da, wenn man es abstimmt, dann ist es auch kein Problem. Also dann schafft man das auch. Und jetzt Trappen bin ich dann sozusagen jetzt am Ende meiner Zeit angelangt. Ich schaue auch immer brav auf die Uhr, wie lange ich noch Zeit habe, weil ich das immer mitlaufen lasse. Aber wir sehen, die paar Bilder können wir jetzt genießen, das sind einfach Trappen. Da sieht man auch schon mal, wie groß der Trappe ist. Im Hintergrund ein Reh und davor eben ein Trapp. Also das ist schon ein gewaltiges Viechel. Und die Balz ist halt absolut was Spektakuläres, da gibt es überhaupt nichts zum Sagen. Aber natürlich ist es am schönsten, wenn du einen großen Trupp Trappen siehst, so wie da, das ist im Weinviertel aufgenommen, das ist ein Trupp Hähne. So viel zum Thema Trappenschutz. Und jetzt kommen wir zu einem spannenden Thema, was mich natürlich ganz besonders beschäftigt, das sind auch die Greifvögel. Warum schützen wir die Greifvögel, kann man sich jetzt fragen, weil das ist ja nicht unbedingt gerade, also vielleicht sogar kontraproduktiv zum Niederwildschutz. Jein, muss man natürlich immer differenziert sehen, aber worum geht es uns? Und das will ich auch da kurz erläutern. Es geht uns um eine Art, den Rotmilan, und das ist kein Problem für den Niederwildjäger, weil wer am Rotmilan schon mal zugeschaut hat, der weiß, was der frisst in erster Linie Aas. Ein Rotmilan ist ein Aasfresser, der frisst auch natürlich, so ehrlich muss man sein, auch mal kleine Küken irgendwas, wenn er irgendwas findet, oder ein Vogel aus dem Nest, das holt er sich auch, aber der frisst genauso auch Regenwürmer. Würde man seinem Vogel gar nicht zutrauen, aber der frisst auch genauso Regenwürmer. Im Winter ist er nicht bei uns, also normalerweise, außer in ein paar wenigen Gebieten, sonst verlässt er das Gebiet. Aber schauen wir mal, was haben wir jetzt mit dem Viechel vor und warum machen wir was für den? Und da machen wir noch dazu nicht nur in Österreich was, sondern es ist ein europäisches Projekt in ganz Europa, in 26 Ländern, wo wir auch in 13 Ländern gezielt Maßnahmen setzen wollen. Und warum machen wir das? Weil der Bestand geht insgesamt zurück. Der Bestand ist die letzten 30 Jahre zurückgegangen. Jetzt kann man sagen, komisch, weil in der Schweiz nimmt er zu, gut, aber die Schweiz gehört nicht zur EU. Und er nimmt auch in England zu und England und UK gehört noch dazu, weiß man nicht wie lange. Die haben es geschafft, von 5 Brutpaaren jetzt wieder auf 6.000 Brutpaare beim Rotmilan zu kommen. Wir haben es geschafft, indem sie 100 Rotmilane aus Schweden, 100 aus Deutschland und 100 aus Spanien gebracht haben. Und die haben es wieder geschafft, sich dort zu vermehren. Der Rotmilan ist ja wirklich in erster Linie ein Aasfresser, das kann man da sagen. Und das wird es auch dann sehen. Und Hauptproblem, was wir mit dem Viech haben, er wird halt sehr, sehr oft vergiftet. Und vielleicht nur ganz kurz zur Lebensweise, der bevorzugt eben so offene Landschaften. Das ist auch der Grund, warum ich mit den Trappen, mit dem Rotmilan immer wieder in Beziehung komme, weil er auch in den Trappenlebensräumen auftaucht. Da sieht man Bilder, Bestände, und das Spezielle am Rotmilan ist halt wirklich eine europäische Art. Also es gibt wenige Arten, die ihr Verbreitungsgebiet nur auf Europa beschränkt haben. Der Rotmilan ist eine von diesen Vogelarten, die dazugehört. Es ist nicht 100% Europa, sondern nur 95% des Bestands kommen in Europa vor, aber das Restliche ist in Afrika, ein kleiner Bereich, und dort steht er unter extremen Druck. Und ja, was ist jetzt das Spezielle, warum interessiert mich dieses Viech halt so? Das ist Folgendes. Ich habe da begonnen vor ein paar Jahren, mit dem eigentlich war Windkraft, Einfluss von Windkraftanlagen auf Rotmilan, weil das in Deutschland ein Riesenthema ist. Und das ist dann auch in Österreich aufgepoppt und dann haben wir halt begonnen, ein paar Rotmilane zu besendern. Und siehe da, was machen die Viecher, die wir besendet haben, die fliegen in alle Richtungen. Aus demselben Nest fliegt einer, also zum Beispiel als Machaun, also da habe ich begonnen zu besendern, den Machaun, ein typisches Beispiel. Einer fliegt nach Griechenland, einer fliegt nach Frankreich und einer bleibt im Gebiet. Und das hat mich natürlich in den letzten Jahren sehr stark beschäftigt. Warum? Weil ich die ersten Jahre auch Sender verwendet habe, wo man nachfahren muss und die Daten runterladen muss alle paar Monate. Und das habe ich natürlich völlig unterschätzt, weil man dachte, das wird nicht so schwer, weil da fahre ich, Machaun ist nicht weit weg von mir, wohne in Deutschwagram, halbe Stunde, Stunde bin ich dort. Aber ich habe nicht gerechnet, dass aus demselben Nest einer nach Frankreich fliegt und der andere nach Griechenland. Ich meine, es soll Schlimmeres passieren, als dass man im Winter nach Griechenland oder nach Frankreich fahren muss. Es gibt Schlimmeres. Aber es war halt dann schon recht anstrengend. Mittlerweile fahre ich bis Spanien und Italien und überall hin, weil die Rotmilan sitzen halt überall. Aber es ist halt ja recht spannend. Und ihr seht schon, das passiert mit den Rotmilan. Und wenn man sich jetzt anschaut, was machen die verschiedenen Teilpopulationen, wird schon recht bunt die Karte. Und wenn man zwei Teilbereiche vergleicht, sozusagen die deutschen Rotmilane mit den unseren österreichischen, tschechischen, slowakischen, dann sieht man, dass sie jetzt unterschiedlich verhalten. Die Deutschen machen alle dasselbe. Die fliegen alle Frankreich, Spanien und vielleicht noch nach Portugal und wieder zurück. Unsere fliegen halt in alle Richtungen. Und das ist jetzt natürlich ein Bild, was wir am Jahr praktisch wir gemacht haben.
Mittlerweile wäre es noch bunter und man würde fast gar nichts mehr sehen. Aber ihr seht schon, das ist eine extrem spannende Geschichte und europäisch. Und wir machen dann auch europäischen Niveau auch Auswertungen. Das sind so 10 mal 10 Kilometer Raster. Und mittlerweile haben wir Raster, wo wir 65 Individuen am selben 1 mal 1 Kilometer Raster schon nachgewiesen haben. Oder in dem Fall halt 10 mal 10 Kilometer Raster. Und das ist eine Spezialgeschichte, einfach, dass ihr mal versteht, wie spannend eigentlich sowas ist. Das sind einfach 3 Generationen jetzt von am Fichel, da habe ich den Papa besendet, das war 2014, 15, also 15 haben wir dann besendet, 15 haben wir besendet in Stillfried an der Mach, den Altvogel, dann haben wir im selben Jahr auch einen Jungvogel besendet, ein Weibchen. Das Männchen ist das, was so rot, das ist mittlerweile der Großpapa dann, der ist immer geflogen nach Korsika und wieder zurück. Und was macht dann das die Tochter? Die fliegt nach Italien, das ist sozusagen diese braune Linie. Und was macht das Enkel dann? Das Enkel fliegt bis Afrika. Nur das Enkel ist nicht mehr zurückgekommen, weil das in Afrika geschossen worden. Das haben wir dann zusammenglauben können, das haben Kollegen von uns dann zusammengeklappt. Wir waren eine Woche vorher, war ein Kollege von mir dort, hat die Daten alle runtergeladen. Eine Woche später mal wieder hinschauen können, weil es dann dort ging. Es ist natürlich schade, das sollte nicht passieren, aber es passiert dann immer wieder. Aber da kann man jetzt gar nicht sagen, das sind nur die in Afrika, das ist bei uns auch nicht so viel besser. Und das ist schon was mich beschäftigt. Also ich will jetzt auch keinen Brand machen, aber ich muss schon eines sagen, wir haben es auch vorher vom Sepp gehört, das hat einfach nichts verloren. Illegale Sachen, das ist kein Thema, das kann nicht sein, das darf nicht sein und schon gar nicht das Vergiften. Also da muss ich sagen, da habe ich absolut kein Verständnis. Und wir verlieren leider 40% aller Greifvögel, nämlich auch bei uns, und das auch bei uns in Niederösterreich gar nicht so wenig, durch Vergiftung. Und das ist wirklich was aufhören muss. Und ich glaube, da sind wir auch auf einem guten Weg. Und da möchte ich mich auch bedanken beim Sepp und bei allen, die das unterstützen, meine Aktivitäten. Weil das ist einfach illegale Sache, haben nichts verloren. Wenn, muss man irgendwas gesetzlich überlegen, wie kann man was ändern, wie kann man gemeinsam was lösen. Aber illegal ist nie eine Lösung. Und wenn man jetzt schaut, was machen wir? Ich habe selber schon 339 Rotmelane bis jetzt in ganz Europa besendet und es kommen noch über 600 dazu. Also wir werden in Summe über 1000 Rotmelane besendet haben am Ende des Projektes und das dauert nicht mehr allzu lang. Und wir werden wirklich schauen, was machen die und was brauchen die und was passiert dann. Und auch da haben wir sehr, sehr viele Partner bei dem Projekt und es freut mich ganz besonders auch, wie das Ministerium dabei ist und natürlich auch eine ganze Menge Leitungsbetreiber, auch regionale Verwaltungen und Naturschutzorganisationen. Ich glaube, es kann nur so funktionieren, indem alle zusammenarbeiten und das auch ehrlich miteinander kommunizieren, dass man auch gemeinsam die Schlüsse dann zieht. Was ist jetzt das Richtige, was ist das Falsche? Ich glaube, die Gesellschaft muss wissen, was sie will. Und da sind wir auf einem guten Weg. Das ist eben noch ein Bild vom Rotmelan. Das ist ein besenderter Vogel, sieht man auch den Sender, sieht man relativ leicht da oben am Rücken. Ja, also mittlerweile fliegen sehr, sehr viele Besenderte schon herum und es werden laufend mehr. Und damit noch zu einem anderen Greifvogel, den ich auch nicht verheimlichen will, weil der auch mit mir ein bisschen zusammenhängt, der Seeadler. Viele, die mich kennen, wissen, ich sehe das mit den Greifvögeln immer ein bisschen differenzierter, vielleicht deshalb auch nicht immer nur beliebt bei meinen eigenen Kollegen im Naturschutzbereich, weil ich auch sozusagen Tabuthemen antaste. Natürlich muss man sagen, was wünscht man sich als Gesellschaft? Und da muss man auch vor solchen Themen, muss man ganz ehrlich einmal sagen, ja, Fakten sammeln, Monitoring machen und dann die richtigen Schlüsse ziehen als Gesellschaft. Ich sage gar nicht, das Richtige ist, dass ein paar Naturschützer entscheiden, wie viele Seeadler soll es in Europa geben. Es werden auch nicht die Jäger allein entscheiden sollen oder nicht allein entscheiden können, sondern ich glaube, das muss die Gesellschaft einfach mal machen. Was wollen wir als Gesellschaft? Wie wir es vorher gehört haben vom Wolf, es gibt halt ein paar so Problemarten, die gibt es einfach. Ich sage nicht, dass der Seeadler jetzt schon eine Problemart ist, aber es fehlt nicht viel, weil in manchen Gebieten, ich könnte da Grafiken zeigen, das machen die deutschen Vogelschützer, die eigentlich auch Adlerschützer sind und auch Trappenschützer. Da gibt es ein sehr plakatives Bild, wo man sieht Brandenburg vor, weiß nicht, 40 Jahren, die Verbreitung vom Seeadler und die Verbreitung von der Trappe. Da ist alles voll mit Trappen und kaum Seeadler. 40 Jahre später ist alles voll mit Seeadler und kaum mehr Trappen. Ist natürlich nicht so leicht, die Natur ist komplex, aber man muss ehrlich sein, also es hat jedes Tier und gerade wenn es ein Prädator bist, hast du natürlich auch Auswirkungen auf die Beute. Und wie viel, das kann man natürlich jetzt wissenschaftlich fundiert analysieren, aber man muss sich auch überlegen, was will man als Gesellschaft, nicht als Jäger, nicht als Naturschützer, sondern was wollen wir als Gesellschaft. Ich glaube, das ist das, was man ehrlich diskutieren wird müssen in Zukunft. Und ja, deshalb mache ich auch die ganze Arbeit, weil ich einfach Fakten sammeln will. Weil wenn ich was schützen will oder auch umgekehrt managen will, dann muss man mal wissen, was ist überhaupt die Ausgangsbasis. Und ich glaube, da ist noch unglaublich viel Luft nach oben, weil stimmen oft die Zahlen von dem einen nicht und die Zahlen vom anderen nicht. Man muss wirklich mal fundierte Zahlen schaffen, dann kann man sagen, so viel brutbare sind es jetzt, so viele Wintergäste haben wir. Weil das war auch das Thema, warum ich mit Rotmelanbesendern begonnen habe, weil das war ein ganz einfacher Punkt. Bei der Windkraft geht es immer darum, du hast eine lokale Population, angeblich gibt es diese lokalen Populationen bei Greifvögeln, juristisch gibt es das, praktisch natürlich nicht, weil wir haben gesehen, die fliegen bis nach irgendwo hin und es zeigt sich auch, dass unsere Vögel zum Beispiel dann plötzlich in Kroatien zum Brüten anfangen, Vögel, die ich in Tschechien besendet habe, fangen in Kroatien zum Brüten an, Vögel, die in Deutschland besendet worden sind, fangen dann in Spanien zum Brüten an. Also diese lokale Population gibt es bei so großen Tieren nicht. Das muss man ganz ehrlich sagen, genauso wie es beim Wolf oder beim Bären auch nicht geben wird, gibt es bei den großen Greifvögeln gibt's keine lokale Population. Da gibt es halt ein lokales Brutpaar, aber das kann sich zusammensetzen aus einem Vogel von Deutschland oder aus einem Vogel von anderswo. Und deshalb muss man, glaube ich, einfach Fakten sammeln. Da muss man das wirklich ehrlich anschauen.
Und was ich da zeigen will, ist sozusagen auch das Spektakuläre, wie gut die Sender mittlerweile sind. Das sind einfach Daten von einem Seeadler jede Sekunde. Mittlerweile kannst du jede Sekunde aufzeichnen und dann siehst du nicht nur, wie der fliegt, sondern auch, wo der genau fliegt. Einer von uns im Raum wird ganz genau, der lächelt schon, das erkenne ich schon. Der Hans Jörger kennt es, nämlich das Jagdhaus von der Stiftung fürs Liechtenstein. Da sieht man, wie sich der Adler dort hochschraubt. Dass er dort fliegt, hat sicher auch einen Grund, das sind die vielen Fasane dort in der Gegend, die es halt dort gibt. Also ehrlich muss man schon sein, die Adler halten sich dort auf, wo das Niederwild ist, nämlich auch, wo viel ausgesetzt wird. Und dasselbe trifft natürlich auch von Kaisadler zu. Einfach nur ein paar Impressionen zum Kaisadler. Es sind ja wunderschöne, tolle Vögel und die gehören auch geschützt, keine Frage. Aber wie gesagt, als Gesellschaft muss ich wissen, was will ich? Und das muss man ganz ehrlich einmal diskutieren die nächsten Jahre. Ich sage nicht, dass man es jetzt entscheiden muss, gar nicht, aber man muss einmal Fakten sammeln und dann die Basis. Ja, die Fakten, das sind zum Beispiel auch Fakten. Klar, wenn der Kaisadler auftaucht, dann ist Schluss mit Trappen, weil dann muss ich wegfliegen. Als Trappe kann ich nur ausweichen, weil sonst bin ich gefressen. So einfach ist das Spielchen. Und das sieht man auch ganz eindeutig, wenn man sich sozusagen so Telemetriedaten anschaut. Das sind jetzt Telemetriedaten, die blauen Punkte sind einfach Verbreitungspunkte in einem Februar 2017 von 4 verschiedenen Individuen vom Kaiseradler, wo die halt in dem Gebiet herumflogen sind, alle 5 Minuten Daten. Und dann haben wir ein paar Beobachtungsdaten, wo sind die Trappen. Natürlich kann man sagen, ja, es überlappt ja, egal, es überlappt auch ein bisschen. Aber man sieht schon, wenn man ein bisschen hinschaut, dort wo viel blau ist, ist wenig rosa oder was auch immer das für Farbe sein soll, pink. Also man sieht schon, die gehen sich im Winter sehr massiv aus dem Weg, was logisch ist, weil im Winter habe ich kaum eine Deckung als Trappe und ich bin halt schlichtweg der Gefressene. Wenn der Adler kommt und die Trappe nicht aufpasst, ist sie gefressen. Und jetzt kommen wir zu unserem letzten Projekt. Ich bin auch schön in der Zeit, jetzt ist genau die erste halbe Stunde ist vorbei, jetzt habe ich noch eine Viertelstunde, nicht ganz, aber das schaffen wir noch schön. Rebhuhn, was wollen wir da machen? Also wir sind da sehr weit mit einem Projekt, das ist jetzt sozusagen in der Einreichphase. Die erste Hürde haben wir geschafft, das heißt, die Konzeptnote ist sowieso ausschaut erfolgreich, das heißt, wir müssen ein Full Proposal einreichen. Aber was will ich euch da kurz sagen noch zum Rebhuhn? Wir haben das vorher schon gehört, diesen ganzen Index und so, das haben wir da jetzt nochmal schwarz auf weiß oder blau und orange, ob es das sein soll. Was sieht man da? Die Feldvögel, ja, jetzt kann man natürlich sagen, ja klar, es gibt Entwarnung. Seit 1980 ist nicht mehr so stark rückläufig, das stimmt, aber ganz entwarnen kann man nicht, weil wenn man vergleicht mit 1980, dann sieht man plötzlich, dass 94% zurückgegangen ist, das Rebhuhn. Wenn wir das Rad noch weiter zurückdrehen, was wir heute gesehen haben beim Klaus, bis 1900, Anfang 1900 oder 1910, dann wäre es nochmal dramatischer. Also da ist schon was Dramatisches passiert und wenn es dann nur noch kaum mehr welche gibt, ist schon logisch, dass sie nicht noch mehr abnehmen. Wenn es nichts mehr gibt, kann das nicht mehr großartig abnehmen. Und da sieht man jetzt wurscht, welche Agrarvogelart man sich anschaut, die gehen fast alle zurück. Und das ist auch ein eindeutiges Indiz, ist immer für mich auch die Jagdstrecke. Natürlich kann man sagen, klar, wenn nur noch wenig da sind, weil vielleicht nicht mehr so viel jagen, vielleicht gibt es noch ein paar mehr Viecherl, aber ist schon dramatisch, wenn man sich den Zeitraum anschaut, das ist eh vom Weitwerk dieser Grafik. Wichtig, dass es diese Grafiken gibt und dass es Informationen gibt, weil man sieht schon in den 70er Jahren, das war auch schon mal gehört, nicht mehr das Paradies, aber es war noch sehr gut. Und jetzt, wenn man schaut, was überblieben ist, ist lächerlich. Also da hat sich echt Dramatisches abgespielt. Und aber wundern darf man sich nicht. Warum darf man sich nicht wundern? Weil natürlich diese großflächigen Monokulturen als Landwirt sei natürlich super, muss ich so machen, weil da kann ich gut wirtschaften. Für die Biodiversität ist natürlich nicht optimal. Die modernen Maschinen, auch da wieder ein Beispiel aus der Slowakei mit den großen breiten Spritzgeräten, naja, wenn du viel Pestizide verwendest, jetzt Pestizide, ob sie gut oder schlecht sind, das haben wir heute schon gehört bei der Diskussion, ist nicht immer ganz eindeutig. Aber was auch eindeutig ist, Bewässerung ist zwar gut in der heutigen Zeit des Klimawandels, ist es für manche Kulturen zu trocken, aber fürs Niederwild ist natürlich sowas ein Horror. Wenn es da mal eine Fläche mit so, wenn es immer bewässerst und dann gibt es da kein Leben mehr für andere Viecher, das ist halt, ja, alles sehr, sehr schwierig. Es hat natürlich auch der Landwirt seine Notwendigkeiten. Und wenn ich dann dieses eine Bild da anschaue mit dieser braunen Fläche, naja, was soll denn dort leben? Ganz ehrlich, das sind Wochen, die das dann so braun bleibt. Was soll ich da als Hase, was soll ich da als Rebhändel, was soll ich da als Niederwild? Da kann ich nicht mehr überleben. Und was mir halt heuer ganz speziell auffallen ist, das ist ein Faktum, das sind diese ganzen asphaltierten Straßen, die halt oft da total fast daneben hast du einen super schönen Windschutz, daneben hast du eine schöne Wiese. Naja, und was hast du dann, wenn du dann schaust? Dann hast du natürlich die ganzen toten Hasen dort auch liegen. Und das Problem ist halt auch, die hohe Beutegreiferdichte ist halt auch nicht normal. Ja, das muss man halt auch ganz, ganz ehrlich sagen. Das mit der Tollwutbekämpfung war zwar lieber nett für die Kulturtiere, also für die Haustiere, die man braucht zum Züchten, aber für das Wild ist es halt alles andere als lustig, wenn du einen hohen Bestand an Rotfuchs hast. Und wenn man jetzt das vergleicht, warum ist keine Biodiversität mehr da, ist auch nicht verwunderlich, weil früher hast du einen normalen Getreideacker, das gehabt der Kornmelde, das gehabt der Mohnblume, das halt wirklich so 5% ungefähr andere Beikräuter gehabt, Unkraut darf man nicht mehr sagen. Und wenn du natürlich heute so einen Getreideacker anschaust, aus landwirtschaftlicher Sicht sage ich, alles richtig gemacht, weil du hast eine Pflanze und die auf 100 Hektar und das ist perfekt. Landwirtschaftlicher Sicht ja, aber nicht für Biodiversität. Und das ist halt genau der Punkt. Früher hast du halt alles Mögliche gehabt, du hast auch Feldreine gehabt und zahlreiche Beikräuter, auch Unebenheiten teilweise
in den Ackern. Heutzutage schaut das halt so aus, intensiv, intensiv. Und ein Problem haben wir auch wirklich, das ist die Ernte Tag und Nacht. Also das in der Nacht ernten ist halt für das Niederwild absoluter Horror, auch für die Trappen, weil da haben sie natürlich noch weniger Chance als tagsüber keine Chance haben. Und die Geschwindigkeit wird immer höher. Und wir sehen auch da, ich meine, so perfekt die Landwirtschaft mittlerweile funktioniert, weil die Saatabstände sind absolut einfach genial, perfekt, 100% richtig. Aber alles, was 100% perfekt funktioniert, ist halt fürs Niederwild ein absolutes Desaster. Und da wollte ich auch dieses Foto zeigen, weil es, glaube ich, wenigen bewusst ist. Das ist die Hecke, die wir auch vorher gesehen haben auf dem anderen Foto. Von außen schaut es super schön aus, so eine schöne grüne Hecke. Und dann gehst du ein paar Schritte rein und schaust es von innen an. Und was ist passiert? Der Mensch hat denselben Fehler gemacht wie immer. Es ist 100% perfekt gepflanzt. Aber innen ist es tot in Wirklichkeit, da hast du kein Leben da drinnen, weil du hast praktisch nur noch blanken Boden. Für die Natur ist es nicht das Richtige, das ist hundertprozentiges, absolutes Verkehrte. Weil auch selbst wenn du eine schöne Hecke von außen hast, drinnen ist die absolut toter Lebensraum, weil da kommt kein Lichtstrahl rein, da brauchst du ein bisschen Lücke drin, da musst du jetzt einmal drei Sträucher rausnehmen. Das wären Kleinigkeiten und es wird ganz anders ausschauen wieder die Welt. Das ist dieselbe Straße nochmal jetzt eben von außen. Und ihr seht, wenn man dort geht, da findet man nicht einen Hasen, den man zusammenklauen kann, sondern kann man, weiß nicht, wie viele haben wir da gefunden, ich glaube 10 Hasen bei dem einen Mal vorbeigehen, das ist da bei Goals. Aber man darf sich nicht wundern, weil warum? Weil du hast genau diese einzigen Stücke, wo noch ein bisschen eine Natur ist, wo hast du die? Neben der Straße. Das ist halt auch genau das Verkehrte. Also du solltest ja nicht einen Windschutz genau neben der Straße haben, den solltest du irgendwo in der Mitte vom Acker haben, aber nicht neben der Straße. Und jetzt kommen wir noch kurz zu ein paar konkreten Maßnahmen zum Rebhuhn. Das sind so Rebhuhnflächen, wie es halt in Deutschland angelegt worden sind, vom Eckhard Gottschalk, von einem Kollegen von mir. Der sagt auch, wichtig ist, dass du in die Mitte von der Fläche kommst. Jetzt nicht irgendwo am Rand, sondern eher in die Mitte von der Fläche und natürlich so Blühflächen und so Blühstreifen. Das schaut natürlich super aus. Wir haben da ein bisschen was zusammengestellt, was man sozusagen daraus lernen kann. Also man kann schon sehen, da geht es ja nicht nur ums Rebhuhn, geht es um viele Arten. Und man kann viel lernen vom Trappenschutz, man kann viel lernen auch von dem Konzept von anderen. Und wir haben zum Beispiel auch viel gelernt vom Jürgen Himmler. Einige von euch im Raum werden ihn kennen, ist ein Berufsjäger in Zurndorf. Das sind die Leute, die sind jeden Tag im Revier. Der hat wirklich da 300 Paarl vom Rebhändler in seinem Revier. Der weiß, was die machen und was die brauchen. Und mit dem haben wir auch gesprochen und da haben wir uns sozusagen ein bisschen beraten lassen, wie man so eine Grafik da machen kann. Weil, wenn es in Zurndorf funktioniert, könnte es ja vielleicht woanders auch funktionieren. Und was sind so die Eckpunkte? Die Eckpunkte fürs Rebhändler sind, du brauchst einfach einerseits einen Schutz. Du brauchst wirklich irgendeine Hecke, irgendwas, was runterschlüpfen kann, wenn der Greifvogel kommt, weil irgendwann kommt der Greifvogel. Du brauchst auch genauso eine Grasfläche, wo auch vielleicht der Distel oder irgendwas steht, was du brüten kannst. Und du brauchst natürlich auch genauso Blühflächen, wo du einfach Nahrung findest als Rebhändel. Und ehrlicherweise brauchen die Rebhändel auch, wie viele, auch ein bisschen Wasser ist auch nicht schlecht, wenn du es irgendwo hast. Also Wasser, ob man es jetzt zwingend braucht oder nicht, kann man diskutieren, aber Schaden tut es ihnen scheinbar nicht. Also so technisch schaut das so aus. So wäre es nochmal ein bisschen mehr vergrößert. Praktisch schauen solche Flächen zum Beispiel so wie diese Fläche aus. Da ist zum Beispiel ein Schottergruben, da tut man sich relativ leicht, da kann man relativ leicht sozusagen was machen. Da hast du dann auch so feuchte Flächen oder da, das unten, das eine Beispiel ist aus Kizé, da ist ja wirklich so ein Brunnen angelegt, was ich sehr, sehr nett finde. Eine Wassertränke, wo einfach Wasser vom Grundwasser hochgepumpt wird, was wirklich super schön ausschaut. Und das ist jetzt wirklich eine Fläche, die der, wie es der Jürgen anlegt, auf unseren Trappenflächen. Das ist in Wirklichkeit eine Trappenfläche, eine Multifunktionsfläche, aber in Wirklichkeit, weil die kommt dem Rebhuhn genauso zugute. Warum? Da ist ja Kultur, da sind verschiedenste Sachen drauf, da sind auch ein paar Sonnenblumen, da ist ein bisschen Fenchel angebaut, da ist Markstammkohle, da ist alles Mögliche, aber lückig. Lückig, das heißt, die Tiere können da wunderbar durchmarschieren, die Vögel finden das Ganze ja über Deckung und das sind es unglaublich gern, sowohl die Trappen als auch die Rebhändler. Also man sieht, das geht miteinander, das ist kein Widerspruch, man muss ihn abstimmen, man muss hören, was will der andere, was braucht er aus jagdlicher Sicht, was brauchen wir Naturschützer und wenn man es gemeinsam angeht, kann man super Sachen machen und dann sieht man auch, ja, da geht auch was weiter. Also natürlich gibt es Fasane, das natürlich hängt auch ein bisschen mit dem Auswildern zusammen, keine Frage. Ich bin jetzt so der Riesenfasanenfan, aber meine Viecher, die ich gern habe, die Greifvögel auch, die fressen natürlich unglaublich gern so Fasane. Gerade der Kaiseradler holt sich natürlich gerne mal einen Fasan, keine Frage. Aber natürlich gibt es auch Hasen dort. Und das ist, glaube ich, das Um und Auf, dass wir auch wirklich genug Lebensraum auch schaffen mit unseren Flächen für die Trappen oder auch fürs Rebhändler, auch genauso für den Feldhasen. Weil wenn ich für das Rebhändler was mache, mache ich es ja nicht fürs Rebhändler allein, sondern für alle möglichen Arten. Und Hasen sind dann einfach wirklich super, super schöne, geniale Viecherl, die aber auch ganz schön unter Druck stehen, weil wir haben es ja vorher gehört bei den Vorträgen, wenn die Ernte passiert, dann ist halt auf einmal der Lebensraum total anders. Darum sind halt die Brachen um das Um und Auf, dass da genug finden. Aber ich habe natürlich als Jäger, freue ich mich genauso über das Rehwild, der ist ja nicht nur über das Niederwild, sondern genauso ein Rehwild hat genauso einen Lebensraum dazu. Und was glaube ich jetzt, was das Wichtige ist am Projekt, ist einfach die gute Zusammenarbeit von allen. Jagd und Naturschutz, genauso mit den Landwirten. Also ich glaube, die Landwirte sind unsere wichtigsten Partner. Darum auch dieses eine Foto da mit zahlreichen Landwirten drauf, mit lauter verschiedenen Landwirten aus dem Weinviertel, verschiedene Familien, wo ich so Managementpläne gemacht habe, aber natürlich auch die Jäger als Experten, ganz klar, weil natürlich einer, der jeden Tag draußen ist im Lebensraum, der weiß halt, was sich bei sich abspielt.
Und damit sind wir sozusagen am Ende angelangt. Ich habe meine Zeit eingehalten. Es sind noch ein paar Minuten, so gibt es eine Diskussion über. Und ja, ich bin froh, dass uns gelungen ist, im Trappenschutz nicht nur die Trappe zu schützen, sondern genauso auch für die Hasen was zu machen, genauso auch fürs Reh, und sage damit ganz herzlich Danke.